In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du störende Frequenzen im Mix schnell ausfindig machen kannst und natürlich auch, wie du sie eliminieren kannst. Und wir starten genau jetzt. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du an einem Mix sitzt und dass irgendeine Frequenz dich wahnsinnig stört, aber du weißt nicht, welche es ist, ja? Und im besten Fall findest du vielleicht noch die Instrumentengruppe raus oder sogar das Einzelinstrument, in der diese Frequenz dich stört, aber jetzt findest du diese Frequenz einfach nicht. Du weißt nicht genau, was es ist, wie sie klingt und du fängst an, mit deinem Equalizer rumzusweepen, aber irgendwie findest du diese Frequenz nicht richtig. Ist dir das auch schon mal passiert? Ist mir jetzt bei diesem Mix zum Beispiel passiert und wenn das der Fall ist, dann zeige ich dir jetzt eine Möglichkeit, wie du diese Frequenz finden kannst und auch mit welcher Technik du sie eliminieren kannst. Hören wir erstmal das Beispiel hier rein. Hast du die Frequenz gehört? Ich schalte nochmal die Gitarren hier solo und dann lasse ich die nochmal solo laufen, die beiden. Hörst du die Frequenz? Wahrscheinlich schon. Sie ist sehr präsent. Und jetzt ist es so, wenn ich jetzt hier einen Equalizer, den kann ich mir jetzt zunächst mal hier anlegen. Und jetzt ist Folgendes passiert, ich habe also diese Frequenz irgendwie gesucht, ich habe die hier irgendwie bei 200 hier unten vermutet und ich hebe jetzt vorsichtig an, nicht, dass ich übertreibe, aber ich habe diese Frequenz einfach nicht gefunden. Ich schalte mal die Gitarre solo, die andere ist nämlich nur gedoppelt und dann suche ich die Frequenz mal hier. So ging es eine ganze Weile und ich habe die Frequenz einfach nicht gefunden. Und wenn dir das passiert, dann musst du versuchen, die Note herauszufinden, was die Frequenz ist. Und es gibt jetzt schlaue Equalizer, ich habe sogar einen von Waves, den habe ich noch nicht aktiviert, weil ich ihn so selten brauche. Die haben hier unten eine Tastatur eingeblendet und dann kannst du über die Tastatur diese Töne suchen, die diese Frequenz fabrizieren, die dich stört. Aber du kannst es einfach auch manuell machen. Ich habe mir hier schon ein Piano reingeladen. Jetzt werde ich versuchen, den Ton bzw. die Note, die diese Frequenz hier überrepräsentiert, zu finden, indem ich das singe oder pfeife. Ja, ich lasse das nochmal laufen. Das ist es. Und jetzt versuche ich diesen Ton hier, auf dem Piano. Ja. Das ist der Ton, ja, ich lasse nochmal laufen. Das müsste er sein. So, jetzt schalte ich meinen Equalizer zu und jetzt schaue ich über den Analyzer, welche Frequenz ist das denn? Hier ist er. Heben wir mal an. Hören wir stark an jetzt. Weiter oben. Hört sich schon mal gut an, beziehungsweise schlecht an, aber gut, dass wir sie gefunden haben. Eklig. Okay, 590 ist die Frequenz, die Ärger macht. Und jetzt kommt die Probe aufs Exempel. Jetzt suche ich die 590 hier mal raus. Dann schauen wir mal, ob diese Technik hier auch wirklich funktioniert hat. Ich gehe auf 590 und jetzt sollte es die Frequenz gleich extrem rausstechen bei der Gitarre hier. Ein Solo ist die in der Mitte, ja. Oha! Also, das ist der Rauchverzehrer hier. Der nimmt unserem Mix die Kraft und so habe ich jetzt diese Frequenz rausgefunden. Und jetzt senken wir diese Frequenz über einen Notch-Filter oder Kerbfilter ab. Kerbfilter bedeutet, das hier ist eine spitze Kerbe. Ja, wir nehmen eine relativ hohe Filtergüte, nennt man das hier. Das ist der Q-Factor. Das ist sehr spitz macht, weil ich versuche jetzt nur diese Frequenz hier rauszunehmen und versuche das nicht breitbandig abzuheben, weil sonst klingt die Gitarre so. Ja. Das wollen wir nicht. Ich
habe jetzt nur diese 590 über diesen Notch-Filter Englisch oder Cap-Filter Deutsch hier abgesenkt. Ja, und das passiert übrigens bei beiden Gitarren. Die gedoppelte Gitarre, weil es fast die gleichen Einstellungen sind, die hat diese störende Frequenz hier auch. Ich lasse die mal beide laufen, schieben wir die wieder nach links und dann ist es schon extrem bei den beiden. Stört schon extrem. Und jetzt setze ich diesen Notch-Filter einfach auf meine beiden gedoppelten Gitarren ein und dann kann ich dir gleich mal zeigen, wie sich das anhört, wenn diese Frequenz gesperrt ist. Was du jetzt siehst, ist die komplette EQ-Bearbeitung von diesen beiden Gitarren und ich habe den Notch-Filter oder Kerb-Filter hier eingesetzt. Den schalte ich jetzt mal aus und an, während ich die Gitarren laufen lasse und dann wirst du hören, was für einen Unterschied es macht und wie diese störende Frequenz dann jetzt einfach weg ist. Störfrequenz da. Man hört sie noch minimal, aber jetzt ist diese störende Frequenz weg und sie geht uns nicht mehr auf die Nerven. Wenn du dich dafür interessierst, wie du Equalizer einstellen kannst für so Heavy-Gitarren, dann empfehle ich dir dieses Video. Da zeige ich dir die komplette EQ-Einstellung für solche Heavy-Gitarren. Die haben nämlich ihre Problemstellen immer in relativ den gleichen Frequenzbereichen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar oder am besten über ein Abo. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!